die Schlager-Fernsehgartenbühne frei. Hier ist der fabelhafte Wolfgang Trepper. Ja, der deutsche Schlager lebt. Letztes Wochenende 500.000 Zuschauer beim Schlager-Move rund ums Schmidt-Theater in Hamburg. Ein Wahnsinn, wunderbar. Und alle sind begeistert. Der Schlager, die Hitparade und die Bravo, das gehörte zusammen. Ich habe vielleicht nur eine Sache vermisst bei der Bravo. Können Sie noch sich an die Briefe an Dr. Sommer erinnern? An Dr. Sommer. Die Briefe hat man als erstes gelesen mit hochrotem Kopf. Weil wir wussten ja, die Briefe sind alle echt. Efi 11, soll ich mit dem Kiffen aufhören? Oder Martina 15, immer wenn ich mit meinem Freund Klammerblues tanze, spüre ich einen flaschenähnlichen Gegenstand in seiner Hose. Und jetzt meine Frage, ist mein Freund Alkoholiker? Ja, das wollte man lesen. Das war Wahnsinn. Wahnsinn. Aber die Hitparade, das war das Größte. Wenn der Heck rauskam und brüllte, hier ist Berlin, hier ist Berlin. Gerade viele Ältere haben nur geguckt, um den Satz mal wieder zu hören. Das war schon toll. Und da sind sie alle aufgetreten, alle Männer, alle Frauen. Und wir Männer haben es nicht leicht im deutschen Schlager, wirklich nicht. Ich meine, die Frauen, da heißt es ja immer, sie können sich so gut in Mann reindenken. Dann machen Sie das mal. Versetzen Sie sich mal in unsere gar nicht einfache Lage. Nur für ein paar Sekunden. Stellen Sie sich das mal vor, da gehst du als Mann hin und nimmst so eine Frau auf. Du gibst ihr Wohnung, Sitzplatz und Beleuchtung. Und dann kommt sie ihren natürlichen Aufgaben nicht nach. Oder sagen wir mal so, sie macht einfach nicht das, wofür sie vorgesehen ist. Und dann sagt sie dir auch noch. Nee, sie sagt es nicht nur, sie singt es dir kackfrech ins Gesicht rein. Hört ihr das mal an, hier. Ich bin auch nicht deine Köchin und die Frau, die für dich putzt. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Haben Sie erkannt? Irene Scheer. Sie kocht nicht und sie putzt nicht. Macht sie einfach nicht. Da musst du dir mal vorstellen, sie sagt es auch noch, sie kocht nicht und sie putzt nicht. Was willst du mit so einer Frau anfangen? Jetzt mal nur an die Männer. Ich weiß, was ihr denkt, das geht nicht, da hast du Kopfschmerzen. Hier. Und heute Abend hab ich Kopfweh, wenn du sagst, komm doch her. Jetzt reißt euch mal zusammen. Jetzt mal ganz ehrlich, nur an die Männer. Hat eure Frau schon mal so vor euch gestanden? Ich hab heute Kopfschmerzen. Heute läuft nichts, du Spacken. Sieh doch zu, wie du klarkommst. Hast ja noch zwei Hände. Also wirklich, da stimmt doch was nicht. Und wenn du dann hingehst und sagst so, Irene Scheer, was willst du denn eigentlich? Sag mal, was willst du denn? Dann sagt sie dir das auch noch. Hier. Ich will geliebt sein. Ich will geliebt sein. Ich will. Ja, ich will mehr. Das Haus und das Auto will sie auch noch. Dann ist sie zufrieden. So sind die Frauen. Aber gut, meinetwegen kann sie das haben. Meinetwegen kann diese wunderbare Frau das alles haben. Eine Frau, Irene Scheer, es gibt nur ein paar Sachen, die gehören zum Leben an, solange ich denken kann. Tagesschau, Hitparade, Irene Scheer. Ja, also zu Lena Waleitis kann man nichts sagen, aber ganz generell, diese Hitparade, das war ja wirklich toll. Können Sie sich da noch dran erinnern? Wenn wir da gesessen haben, die Sendung fing um 7:30 an und ab 7 Uhr musstest du alle Kabel suchen und den Grundig-Kassettenrekorder und diese scheiß C-120-Kassetten, die immer geleiert haben oder gerissen sind. Und dann musste man die nochmal irgendwie mit Tesafilm und Nagelschere zusammenfrickeln, langsam mit dem Bleistift wieder aufrollen. Dann hast du die in den Kassettenrekorder gefummelt, da war so ein Mikrofon dran, so groß war das, größer war das nicht, mit so einer Öffnung, so ein Stück Kabel. Und damit hast du vor dem Fernsehlautsprecher gesessen und niemand im Wohnzimmer durfte husten oder was sagen. Ruhig, ruhig, ja da gucken die Jüngeren, das war unser Download, so ging das, so haben wir das gemacht, genau so. Ja, das hat funktioniert. Das musstest du machen. Das musstest du machen. Sonst hattest du die neue von Jürgen Markus nicht. Schmetterlinge können nicht weinen. Darum wein du auch nicht mehr um den einen. Ich erschrecke mich manchmal selber, dass ich die Texte immer noch auswendig kann. Wirklich war das. Aber das war wirklich toll. Tolle Sachen. Und in der Hitparade sind sie ja alle aufgetreten. Die ganzen Stars, alle. Obwohl manchmal hat man sie nicht so richtig verstanden. Man wusste nicht, was sie uns sagen wollen. Sind das Botschaften aus einer anderen Welt? Man wusste es nicht. Hören Sie noch mal hier genau hin. Hier.
dunkel war die Nacht ein Vogelsang. Und ich ging allein am Fluss entlang. Da sah ich dich nur noch unverstehen. Und du gingst mit mir, es war so schön. Ja, beruhigt euch, beruhigt euch. Nachher, also wirklich, da geht ein Schlagersänger hin und belästigt deutsche Frauen, die an einem Fluss spazieren gehen. Das kann doch nicht wahr sein. Vor allen Dingen, man versteht es nicht richtig. Welche Sprachschule hat der Mann besucht? Bata, ich meine, der Mann trägt meine Schuhe auf. Das muss man mal sagen. Wir haben die gleiche Schuhgröße. Aber wirklich, hören Sie mal dahin. Man versteht es nicht. Hören Sie mal. Du bist alles für mich, denn ich liebe nur dich, Michaela. Ja, das mag ja sein. Du bist alles für mich. Was für ein Mick? Mick Jagger oder was? Denn ich liebe nur dick. Ist mir doch egal, wenn Bata Illitsch auf dicke Frauen steht, meinetwegen. Aber da brauchen wir doch nicht vorzusingen. Das interessiert mich nicht. Da sagt meine Freundin, reg dich nicht immer so auf. Meinst du, die Schlager von heute sind besser? Und da hat sie recht. Wenn man sich das doch anhört, was heute Silber, Juli und Rosenhelden und wie die alle heißen, was die sich aus dem Bregen drücken, du. Da staunt man wirklich. Und jetzt nur mal ein Hinweis, wenn du überlegst, was höre ich gerade? Ist das ein neuer Schlager oder ist das ein alter Schlager? Einmal auf den Text achten, weißt du sofort Bescheid. In den neuen deutschen Schlagern ist immer scheiß Wetter. Immer. Da regnet es von morgens bis abends. Jedes Lied. Deswegen sind die auch immer alle so betroffen. Und denen geht es nicht so gut. Aber die singen einen Kram. Hör dir das mal an. Silbermond, unendlich. Doch wie ein warmer Sommerregen regnest du auf mein Leben wie ein Herbsttropfen auf den heißen Stein. Was ist los? Regnest du auf mein Leben wie ein Heer aus Tropfen, also für die Gesamtschüler, Heer mit zwei E, ne? Also nur wenn es keine Mühe macht, ne? Ihr wisst ja, die Rechtschreibreform war die Kapitulation der Intelligenz vor der Doofheit, ne? Aber ist egal. Da, regnest du auf mein... Das Einzige, was ich an dem Text verstehe, ist, es ist mal wieder schlechtes Wetter. Aber schlechtes Wetter in Schlagern, das hat der wunderbare Kollege schon längst mal gezeigt, wie das geht. Das geht so, habt ihr ja gerade gehört. Hier. Barfuß im Regen tanzen wir zu zweit und wir tanzen und tanzen und tanzen. Ja, auch scheiß Wetter, aber gute Laune, ne? Ja, Michael Holm zeigt, wie es geht. Und auch andere, was die Leute da so gesungen haben. Genghis Khan? Das ist doch Wahnsinn. Genghis Khan, wir ritten durch die Steppe, durch den Gegenwind. Wissen Sie, woran Genghis Khan gestorben ist? An einem Reitunfall. Das war, das ist der blanke Zynismus. Und 1979 hatte Genghis Khan einen Hit mit Moskau. 79, das war, als Moskau Afghanistan überfallen hat. Wenn die heute einen Hit machen würden, hieß der Ägypten oder Irak. Das muss man sich mal reinziehen. Aber an sich muss man sagen, der deutsche Schlager ist toll. Und die Hitparade, wo immer die Adressen eingeblendet wurden am Ende, wissen Sie das noch? Ne? Da standen immer die Adressen. Und was haben wir uns gewundert, dass Michael Holm und Bata Illitsch im gleichen Haus wohnen. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass das die Plattenfirma war. Aber ich frage jetzt mal, ob sie da doch zusammen gewohnt haben. Da kriege ich noch raus, ob die beiden eine Kommune hatten. Das wäre noch eine Meldung. Bis gleich, ich frage mal eben. Tschüss. Renn nicht so weg. Ach, ich weiß, warum ihr hier. Oh. Hier ist schön. Hier, oh. Ist das Kommt herrlich? Wir treffen uns alle vor dem Ventilator. Alter Schwede, ist das warm. So, Moskau war eigentlich schon ein gutes Stichwort. Ja.